einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, dass wir alle heute Morgen so gut versorgt sind. Ich sehe, hier gibt es Getränke, aber ich glaube, Essen gibt es noch keines hier. Aber beziehungsweise Essen gibt es nach dem Gottesdienst. Da essen wir Kuchen, da trinken wir Kaffee, da haben wir Gemeinschaft miteinander. Wir pflegen Gemeinschaft mit Gott und wir pflegen Gemeinschaft mit uns selbst. Seid herzlich gegrüßt. Und auch Sie, liebe Zuschauer, sind Sie herzlich gegrüßt heute Morgen. Und zu Beginn dieser Predigt möchte ich beten mit uns. Und ich möchte dir, Jesus, danken für diese Zeit. Jesus, ich möchte diese Predigt segnen. Ich möchte jeden Einzelnen segnen. Heute die Menschen hier, die Menschen vor den Fernsehapparaten. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du jeden Einzelnen heute Morgen segnest und dass du deine schützende und bewahrende Hand über jeden Einzelnen legst. Und ich danke dir, Vater, dass deine Kraft, die Kraft deines Heiligen Geistes auch heute Morgen hier ist, um durch mich in dieser Predigt zu sprechen, um Worte zu sprechen, ja, die vom Himmel sind, um Worte zu sprechen, die von dir sind. Und dass man sie versteht und dass man sie hört und dass man den Sinn erkennt. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Kraft hier ist. Amen. Wir haben nicht nur heute Gebet nötig, wir haben immer Gebet nötig. Heute Morgen haben wir vielleicht etwas besonders Gebet nötig, weil ich habe für uns heute ein Thema, das vielleicht nicht für jeden so glatt zu schlucken ist. Ein Thema, wo wir hier in dieser Welt ja vielleicht etwas Berührungsprobleme haben, vielleicht Probleme speziell hier im europäischen Raum. Es geht um das Thema Geister. Wir kennen Geister vielleicht aus dem Fernsehen, vielleicht aus Spielfilmen, vielleicht das Schlossgespenst von irgendwo mit seinen Ketten und weißen Gewändern, das nachts durch die Räume sich schwingt und erhebt. Aber nein, von diesen möchte ich heute Morgen nicht sprechen. Ich möchte dieses Thema aufgreifen, dieses biblische Thema aufgreifen. So herwiederbringen, hervorbringen, was sagt die Bibel über Geister? Und was sagt vor allem die Bibel über uns, was unser Verhältnis zu Geistern darstellt? Wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Dieser Text stammt jetzt aus der Gute-Nachricht-Bibel. Eine gute Nachricht: wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Ja, müssen wir denn überhaupt kämpfen? Ich glaube, niemand von uns heute Morgen hat so im Sinne, kämpfen zu müssen. Warum muss denn das sein? Ist es überhaupt notwendig, an Geister zu glauben? Brauchen wir Geister? Wollen wir Geister? Es ist aber so, dass Geister für uns eine Realität darstellen. Geister ist eine Welt, die existiert, eine unsichtbare Welt, die um uns herum ist. Und dieser Welt werden wir uns nicht verschließen, können wir uns nicht verschließen. Wir sind mittendrin. Die gute Nachricht ist, wir waren schon immer mittendrin. Es ist nichts Neues, was heute ist. Es war schon immer so, aber wir werden darauf noch im Lauf der Predigt zu sprechen kommen. In Matthäus Kapitel 16, Vers 23 steht: Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus. Jesus war gemeint: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das sagt doch glatt Jesus zum Petrus: Geh weg von mir, Satan! Meint denn Jesus wirklich, dass Petrus ein Satan ist? Nein, das meinte er nicht. Aber da war etwas.
Da war etwas in Jesus, was ihn störte. Jesus spürte das, was gerade der Petrus sagte. Nee, das war nicht göttlich. Nein, nein, nein. Da kam etwas raus aus ihm. Er ließ sich leiten von etwas, was Jesus abhalten sollte, etwas zu tun. Jesus erkannte dies und sagte, weg mit dir, Satan. Jesus erkannte, was da war. Er erkannte, was da im Spiel war. Und bevor wir hier noch tiefer einsteigen, möchte ich etwas ausholen. Ich möchte etwas früher beginnen. Ich möchte uns mitnehmen in dieses Thema, weil es ein etwas ungewohntes Thema ist. Wir bauen uns nun eine kleine Grundlage, damit wir diese Thematik auch richtig gut verstehen können. Wir nehmen uns zu diesem Beispiel unser hiesiges Modell des Menschen. Wir alle kennen das Modell von Körper, Geist und Seele. Es ist uns allen geläufig. Und deshalb orientieren wir uns heute Morgen an diesem Modell. Man kann auch andere Modelle nehmen, aber dem besseren Verständnis wegen nehmen wir dieses Modell. Wir definieren Körper. Kennst du einen Körper? Wenn nicht, dreh dich um, schau deine Nachbarn an. Ein Superkörper, ein strahlender Körper. Gut siehst du aus heute Morgen, prächtig, kräftig, wunderbar. Wir haben Arme, Beine, uns geht es gut, Fleisch und Blut, wir bewegen uns. Körper, wir kennen Körper. Körper ist etwas, was uns geläufig ist. Seele, wir wollen heute Seele vielleicht als diesen Ort nehmen, wo Emotionen zu Hause sind. Seele, wo Gefühle da sind, wo unser Inneres bewegt. Wir wollen heute Seele so definieren. Auch du kennst Seele. Bist du gut drauf heute Morgen? Geht's dir gut? Ja, da bin ich aber sehr froh. Und wir kennen Geist. Geist, so wie wir ihn definieren, hat Geist mit etwas mit sogenannten kognitiven Fähigkeiten zu tun. Alles, was mit Denken zu tun hat, alles, was mit Überlegen zu tun hat, mit Recherchieren, mit Abwägen, mit Gewichten, mit Vorstellen, mit allen geistigen Dingen, die wir dazu benötigen. All diese Dinge nehmen wir in der Regel in das Thema Geist hinein, wenn wir hier von Geist sprechen. Aber wir fügen dem Thema Geist noch einen weiteren Aspekt hinzu. Geist kann auch ein selbstständiges Individuum sein. Geist als Körper, Geist als Person, als Körper ohne Materie, körperlos sozusagen, das geistige Wesen, eine Personalität. Jetzt wird's schon einmal schwieriger. Wir kennen uns lediglich als Körper, aber wir sind auch ein geistiges Wesen. In Johannes Kapitel 4, Vers 24 steht, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Noch nie hat jemand Gott gesehen. Gott ist Geist. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Was ist der Mensch? Demnach, der Mensch ist Geist. Der Mensch ist Geist. Und ich möchte hier an dieser Stelle betonen, damit wir es nicht verwechseln. Hier steht nicht, Gott ist ein Geist. Hier steht, Gott ist Geist. Das ist ein Unterschied. Gott ist Geist und der Mensch ist ebenso Geist, weil er nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und wir Bibelkenner kennen noch jemand. Das ist der Teufel. Und was ist wohl der Teufel? Der Teufel ist auch Geist. Wow,
Willkommen in der geistigen Welt. Die geistige Welt ist gar nicht so weit weg, wie wir es für möglich halten. Wir sind mittendrin. Wir sind mitten in dieser geistigen Welt. Aber jetzt kommt die Frage, wie definiere ich den Geist? Wie sieht denn Geist aus? Jetzt kommt das Hauptproblem. Wie spreche ich über Geist? Wie stelle ich mir Geist vor? Wie beschreibe ich Geist? Wir Menschen, die doch geprägt sind, zu überlegen, die geprägt sind, abzumessen, Höhe, Weite, Schwere, Gewicht, Dichte, Material, Verstand, Logik. Wie soll ich Geist beschreiben mit meinen menschlichen, natürlichen Fähigkeiten, mit den Dingen, die mir gegeben sind als Mensch in der Natürlichkeit? Hier haben wir ein kleines Problem. Aber wenn nehmen wir einmal die Tierwelt. Es gibt Tiere, die haben Sensoren, die haben Organe, die haben Wahrnehmungsmöglichkeiten, die der Mensch nicht hat. Tiere nehmen Dinge wahr, die der Mensch nicht wahrnehmen kann. Und dennoch, sie existieren, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Diese Dinge sind real, sie existieren, auch wenn wir sie nicht erkennen können. Und so ist es auch bei uns. Dass wir Geist nicht erkennen können, heißt nicht gleichzeitig, es gibt keinen Geist und Geist ist nicht da. Wir nehmen Geist nur im Moment nicht wahr. Es gibt genügend Aussagen in der Bibel, denen biblische, geistige Gestalten begegnet sind, Engel begegnet sind, Menschen, denen Engel begegnet sind. Sie nahmen sie wahr und nahmen sie nicht wahr. Gleichzeitig, eine Eselin nahm einen Engel wahr, der Mensch, der diesen Esel ritt, nahm ihn nicht wahr. Es gibt jede Menge Zeugnisse, dass Geist hier ist, für uns wahrnehmbar ist und auch nicht wahrnehmbar ist. Eines können wir sagen, Geist ist keine Materie. Geist ist etwas anderes. Geist ist keine Materie. Wir können sicherlich Geist auch unterscheiden, genau wie im Natürlichen, wo es verschiedene Stoffe gibt, fest und flüssig, hart und weich, können wir sicherlich auch Geist unterscheiden. Es gibt sicherlich diese Art von Geist, wo man als Substanz wahrnimmt, wo man wie einen Stoff wahrnimmt, auch für uns wahrnehmbar ist. Und wir spüren dies oftmals, wenn wir einen Raum betreten, in diesem Raum hineinkommen und wir spüren eine Atmosphäre und die ist nicht laut, die ist nicht leise, die ist nicht warm oder kalt. Das ist eine Atmosphäre, die wir im Inneren wahrnehmen. Wir spüren, ist dies ein Ort, wo wir uns wohlfühlen oder ein Ort, der uns abstößt. Wir nehmen dies mit unserem geistigen Wesen wahr. Wir nehmen dies wahr und erkennen somit die gegenwärtige geistliche Substanz. Es gibt verschiedene Substanzen, verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten. Genauso gibt es Personen als Geist. Körperlose Wesen. Sie sind Geist. Wir nehmen sie wahr und wir nehmen sie auch nicht wahr. Das sind jene Beispiele, wo Engel erschienen sind und Menschen Engel gesehen haben, wahrgenommen haben und Beispiele, wo Engel da waren und wir haben sie nicht wahrgenommen. Also es besteht keine, auch wenn wir noch so sensibel sind für geistliche Realitäten, es besteht keine Gewährleistung, dass wir alles erkennen. Und trotzdem, wir sind geistliche Wesen. Gott hat diese Welt geschaffen als natürliche Welt zum einen und als übernatürliche Welt zum anderen. Und denken wir bitte nicht,
es sind zwei getrennte Welten. Nein, es ist eine Welt. Und der geistliche Aspekt nimmt Einfluss auf den natürlichen Aspekt. Und der natürliche Aspekt nimmt Einfluss auf den geistlichen Aspekt als Stoff und als Person. Geistliche Persönlichkeiten nehmen Einfluss auf den Menschen und der Mensch nimmt Einfluss auf geistliche Persönlichkeiten. Und auch die Stoffe, die geistlichen Stoffen, geben wir von uns und wir nehmen sie auf. Der Mensch ist geschaffen zu kommunizieren körperlich und geistlich. Nicht geistig, denken und so weiter, geistlich. Unser Körper, unser Sein, unser Geistwesen gibt etwas hinaus in die unsichtbare Welt und er nimmt etwas auf in sich von der unsichtbaren Welt. Wir sind transparent. Gott hat uns so geschaffen. Aber warum haben wir dann heute solch ein Problem damit, mit dieser geistlichen Welt? Mit der Wahrnehmung, mit der Akzeptanz, mit dem Hören, mit dem in sich hineinbewegen. Und da gehen wir in der Geschichte zurück. Und da steht im 1. Mose Kapitel 3, da war der Sündenfall. Da war Adam und Eva und Gott sagte, ihr dürft hier im Paradiese sein, aber ihr dürft nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Da dürft ihr nicht davon nehmen. Sie nahmen davon und da begann das Unheil. Ab diesem Moment begann dieses Weggehen, diesen aus dem geistlichen Prozess herausgehen. Als Folge davon nahm Gott den Menschen aus dem Paradies. Er trennte diesen geistlichen Bereich nun und er überließ ihn mehr diesem körperlichen Bereich. Aber nicht nur das. Es war der Teufel, die Schlange, der Teufel, die die Menschen dazu verführte. Und Gott sprach, und dafür werde ich jetzt Feindschaft setzen. Zwischen dir, Teufel, und deinen Nachkommen und zwischen dir, Mensch, und deinen Nachkommen. Ab diesem Zeitpunkt haben wir Feindschaft in dieser geistlichen Welt. Ab diesem Zeitpunkt geht's uns nicht mehr so top, weil wir Feinde haben, weil etwas gegen uns ist in diesem geistlichen Bereich. Es ist gut für uns, wenn wir erkennen, in welcher Art von Leben wir stehen. Wenn wir blind durchs Leben gehen und diese Dinge nicht erkennen, sind wir ausgeliefert. Und deshalb möchte Gott, dass wir darüber herrschen, dass wir herrschen über diese Dinge. Und es steht auch im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also Jesus ist zum einen Teil dazu erschienen, eben jene Werke zu zerstören, die dahinter lassen werden, wenn aus dem Geistlichen Einflüsse in die Menschen kommen. Die Folge bzw. die Feststellung ist, nicht alles, was wir geistlich wahrnehmen, ist gut für uns. Manche Zweige, möchte ich fast sagen, hauptsächlich auch esoterische Zweige, hören viel und sehen viel aus diesem unsichtbaren Bereich. Aber gemäß dieser Definition ist dieser Bereich gefährlich. Gemäß dieser Definition gibt es geistliche Mächte, die dem Menschen nicht gut sind. Auch wenn sie sich zunächst mal gut anfühlen, sie sind nicht gut für den Menschen.
Es hat einen Einfluss. Und dazu ist Jesus gekommen. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 22, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Jesus. Jesus ist unser Navigator. Jesus ist unser Schutz. Jesus ist unsere Hilfe. Im unsichtbaren Bereich. Er ist es, der selektiert Gut und Böse. Er ist es. Und er hat es uns weitergegeben. Jesus hat den Teufel nicht zerstört. Er hat die Werke zerstört. Und was ist mit uns? Auch heute noch mit uns? Wir lesen im Markus Kapitel 16, Vers 17. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Und so weiter und so weiter. In Markus Kapitel 6, Vers 7. Da geht es um die Aussendung der 12. Da steht, und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Wir lesen in Lukas Kapitel 10, Vers 17. Da kamen die 72. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Wir hören und lesen, es war damals, so wie es die Bibel beschreibt, üblich, Geister auszutreiben, Geister hinwegzuweisen, Geister von sich zu weisen. Jesus hat es vorgemacht. Es war ein großer Dienst von ihm. Er hat geheilt und er hat Menschen von Geistern befreit. Es ging gleichermaßen. Und noch mehr, die Geister hatten Angst vor Jesus. Sie gingen schon freiwillig, als sie ihn sahen. Solch eine Macht und Autorität hat Jesus verkündet. Wie funktioniert nun diese Geschichte mit den Geistern? Ich meine, wir sitzen jetzt hier und wie am Anfang gesagt, wir sehen ja keine Gespenster. Wie klappt denn das? Wie ist denn der Weg? Ein Geist kann Gedanken in uns auslösen. Ein Geist kann Emotionen in uns auslösen. Ein Geist kann auch eine körperliche Reaktion in uns auslösen. Eines kann er nicht. Unser Wesen als Geist, Mensch, ist unantastbar. Da hat er keine Chance. Er kann nur auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf diese Dinge kann er zugreifen. Und sonst nichts. Und wenn nun ein Gedanke in uns aufsteigt, so kann das sein, und wir nehmen dies zunächst mal an, dass dies ein Gedanke von mir selbst ist. Ein Gedanke, der aus mir heraus entspringt, aus meinem Inneren, aus meinem Umfeld. Aber wir haben gelesen eben, als Jesus diesen Satan, er hat ihn gescholten, geh weg von Petrus. Gedanken können jederzeit auch vom Satan inspiriert werden. Dann kommt ein Gedanke dir auf. Du hast einen Gedanken. Und jetzt wird es spannend. Du selbst hast immer die Freiheit zu entscheiden, wie es weitergeht. Du selbst bist Herr über deine Gedanken, du bist Herr darüber. Du hast die Freiheit zu entscheiden. Und es ist jetzt an der Sache, an der Entscheidung des Menschen, nehme ich diesen Gedanken an oder nehme ich ihn nicht an? Wir kreieren ein Beispiel. Wir gehen einkaufen im Supermarkt. Und da kommt der Gedanke, ein Produkt, das dich anspricht, steck es ein.
aber nicht in den Korb, sondern in deine Privattasche. Ja, das ist ein Gedanke. Da könnte ja mal kommen. Schlecht bei Kasse. Supermarkt hat eh zu viel Geld. Es gibt sicherlich genügend Begründungen dafür, einem solchen Gedanken zu folgen. Wer hat die Entscheidung zu sagen, mache ich oder mache ich nicht? Wir. Wir entscheiden darüber. Natürlich sagen wir, hey, weg mit diesem Gedanken. Möchte ich nicht. Ist nicht für mich. Aber es gibt vielleicht jemanden, der sagt, okay, ich steck's ein. Vielleicht war der schon mal an einer Disco oder an einer Veranstaltung. Da ist ein Türsteher. Der kommt und dann lass dich entweder rein oder lass dich nicht rein. Das ist seine Entscheidung. Und in der Regel, wenn man mal reinkommt, kommt man auch das nächste Mal wieder rein. Gesicht, Erinnerung. Und so ist es mit einem Gedanken. Wenn wir einen Gedanken nachgeben, der kommt wieder. Beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, der kommt wieder. Und dann heißt es, hey Junge, komm, steck ein. Hey, ging doch alles glatt. Weißt noch, letztes Mal hat doch keiner gesehen. Komm, mach's. Unsere Schwelle wird immer niedriger werden. Wir werden immer mehr Bereitschaft dazu haben, dass es zu unserem Lebensstil gehört, auf diese Art und Weise einzukaufen. Dieser Geist kommt und er macht sich dies zunutze. Er kommt und inspiriert dich und sagt zu dir, nimm. Und derjenige, dessen Bereitschaft groß ist, der wird schneller als erwartet zulangen. Es wird ihm hinterher möglicherweise leid tun, wenn er überlegt, bah, was habe ich gemacht? Aber im Moment hat der Geist, ist er durchdrungen und hat es geschafft, unseren Willen zu beeinflussen. Wie wird dein Wille beeinflusst? Überleg mal, auf welche Grundlage du deine Entscheidungen triffst. Rational, du wägst ab. Emotional, gefühlsbetont. Oder nach dem Wort Gottes. Die Dinge, die in der Bibel stehen. Die Dinge, wo Gott sagte, das ist gut für dich. Die Dinge, wo Gott sagte, das ist das, was du brauchst. Das ist der richtige Weg. Es liegt an uns, Entscheidungen zu treffen gemäß der Aussage der Bibel, gemäß der Aussage, wie unser Leben aussehen sollte. Und oftmals können wir daraufhin die richtige Entscheidung treffen und sagen zu diesem Geist, nein, danke, möchte ich nicht. Und genau um dieses geht es. Wenn dir ein Gedanke kommt, der dir nicht passt im Sinne von Gottes Wort oder nicht Gottes Wort, dann sag zu diesem Gedanken, nein, nein, ich möchte dich nicht. Geh weg. Wir haben die Autorität, wir haben die Macht, zu diesen Einflüssen zu sagen, weg. Nein, will ich nicht. Wenn ein Anflug einer Erkältung kommt, ein körperliches Zeichen, warum solltest du nicht sagen, will ich nicht? Weg. Es könnte ein Geist sein. Es könnte aber auch sein, dass du halbnackt draußen in der Kälte rumgelaufen bist und ein Windzug kam und. Wir können es nicht unterscheiden zunächst, ob dies ein körperlicher, natürlicher Prozess ist oder ob es ein geistlicher Prozess ist. Die Auswirkungen sind dieselben. Aber es schadet uns nichts, wenn wir gemäß der Bibel sagen, nein, danke, möchte ich nicht. Wenn nun, und wir gehen zu diesem Beispiel zurück des Türstehers, die Disco beginnt,
Ich komme zum wiederholten Male. Irgendwann einmal sage ich nur noch Hallo und laufe durch. Und so ist es, wenn wir einem Geist erst einmal die Tür geöffnet haben und ihn bereitwillig hereingebeten haben, dann gehört er fast schon zu uns. Wir haben schon fast Freundschaft geschlossen mit ihm. Er gehört zu unserer Gewohnheit. Er gehört zu unserem Lebensstil. Er gehört zu meiner Familie. Er gehört zu meiner Gesellschaft. Wir tun heute Dinge, die nicht gottgemäß sind. Geister freuen sich darüber. Es ist eine Einladung. Hier darf ich sein. Hier bin ich willkommen. Und diese Personen, geistlichen Personen, kommen und bedienen sich an dir, an uns, an unserer Gesellschaft. Es liegt an uns zu sagen, nein, danke, ich möchte es anders haben. Nein, danke, das ist nicht, was Gottes Wort sagt. Nein, danke, geh weg. Nein, wir müssen unsere Einstellung ändern, damit wir nicht Tür und Tor öffnen für böse Geister. Der Teufel ist geschickt. Er kommt nicht mit einer Fahne und sagt, hallo, ich bin der Teufel. Ich komme jetzt und quäle dich. Nee, der Teufel ist raffiniert. Er kommt genau dann, wenn es dir vielleicht nicht gut geht. Dann hast du nämlich sogar eine Begründung dafür, dass es dir nicht gut geht. Dann kommt er auch noch und gibt dir einen Kick. Weil er will nicht, dass es dir gut geht. Und er will auch eines nicht, dass du Gottes Wort hältst. Das möchte er überhaupt nicht. Und wir merken öfters, wenn wir uns bewegen auf diesem christlichen Wege, dass da manchmal etwas dazwischen kommt. Dass da manchmal ein Einfluss stattfindet, den wir plötzlich nicht verstehen. Der Teufel möchte das eben nicht. Er hat etwas dagegen und er wird seine Tore nutzen, um hier Einfluss zu nehmen. Und deshalb dürfen wir sagen, nein, danke, geh weg, ich möchte das nicht. Sollten wir bereits in diesem Stadium sein, dass es um eine Sache geht, indem wir einen Geist schon seit längerem eingeladen haben, dann wird er sich mit einem Nein, danke nicht begnügen. Wir werden nachhaltiger sein müssen. Wir werden etwas mehr drängen müssen. Hey, hör genau zu. Nein, wir müssen es ihm deutlicher sagen. Nein, weil er hat ein sozusagen ein Gewohnheitsrecht. Und das gibt er nicht so schnell auf. Wenn der Diskothekbesucher zum 20. Mal gekommen ist und der Türsteher sagt, heute nicht, da wird er sich ganz schön aufregen. Da wird er sagen, hey, was ist das für ein Saftladen hier? Ich möchte den Chef sprechen. Ich bin schon 20 Mal hier gewesen. Meine Freunde sind hier. Ich bin hier zu Gast. Er wird sich wehren. Aber hier müssen wir direkt sein. Hier müssen wir beständig sein. Hier müssen wir autoritär sein. Nein, ab sofort ändert sich diese Spielregel. Und eines ist ganz sehr wichtig. Wir müssen auch unsere Einstellungen ändern. Wenn wir diese Tore offen lassen, der Einstellungen, unserer inneren Einstellung, unserer Einstellung von Gesellschaft etc., bleiben diese Türen offen. Und selbst wenn wir diesen Geist abgewiesen haben, dann wird er wiederkommen, weil wir ihn eingeladen haben durch diese Schwächen, durch diese Fehler. Und wir dürfen an dieser Stelle auch das Wort Sünde verwenden. Der Teufel kommt zurück und nimmt sich das, was er möchte in diesem Falle. Also hier dürfen wir mehrgleisig fahren, hier dürfen wir sagen, nein, danke, hier dürfen wir sagen, geh weg und hier dürfen wir die Dinge ändern, die Grundlagen ändern, damit wir präventiv nicht in diese Situation kommen. Ein Geist kann auch weichen von uns, wenn wir Gott anbeten.
Ein Geist kann auch durch Gebet weichen. Ein Geist kann auch weichen, wenn wir im Lobpreis singen, wenn wir uns Gott hingeben, wenn die Salbung Gottes da ist, wenn die Kraft Gottes da ist, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Das sind Momente, wo sich Geister nicht wohlfühlen. Da wird es heiß für sie. Und wenn es heiß genug ist, dann gehen sie lieber weg. Ich möchte nicht, dass wir heute Furcht bekommen. Nicht, dass wir Angst bekommen. Nicht, weil wir eine alte Realität wieder neu aufgelebt haben, dass wir denken, oh, oh, oh. Wir haben schon immer damit gelebt. Es war schon immer die Realität. Nur Gott zeigt uns hier in seinem Wort, wie es sich verhält. Und ich habe mir das in etwa so vorgestellt, wenn ihr da mit mir gehen wollt, so an einem schönen Frühlingstag, so man öffnet von seinem Zimmer das Fenster und diese gute Luft kommt herein. Wir atmen tief ein, diese herrliche Luft. Und ein Sonnenstrahl kommt und durch dieses offene Fenster in den Raum hinein. Und wir sehen, wie der Staub in dem Zimmer flimmert und knistert. Und wir denken, oh, diese gute Luft. Es war schon immer so. Unsere Lunge verträgt das. Wir haben da kein Problem damit. Und so soll es auch sein mit dem Thema heute, mit dem Thema Geister. Nehmen wir das auf, das Gute auf, einen weiteren Baustein, ein weiteres herrliches, glückliches Leben in Jesus, ein siegreiches Leben in Jesus. Wollen wir es als solches auffassen, unsere Gedanken darüber machen und auch damit leben. So sind wir siegreich. Und an dieser Stelle möchte ich Amen sagen.